Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir werden heute ein bisschen mit der Hauptstory weitermachen und auf dem Weg dorthin natürlich auch Artefakte, Rätsel und so weiter lösen. Ist ja klar, wir gehen ja nicht nur zur Hauptstory. Und ja, schauen wir mal, was uns heute erwartet. Wir müssen von drei Leuten, sollen wir irgendwie ein bisschen, ja, unterstützen. Weil nämlich die Soma in der letzten Folge meinte, dass es eventuell Verräter sein könnten. Ja, und das werden wir jetzt halt ein bisschen untersuchen, sage ich mal. Ich kann es auch gerne mal auf der Karte zeigen. Und zwar wäre das hier unten. Dann hier und dann auch hier. Also haben wir ein bisschen was zu gehen. Auf dem Weg dorthin werden wir natürlich hier das Artefakt mitnehmen. Genau. Dann würde ich sagen, mach das Bildmachgerät an und dann starten wir auch schon. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Finn und dir, Gripper. Ja, diese Richtung. 100 Meter, wenn wir jetzt auch gleich aufs Pferd steigen. Schauen wir doch mal. Mein Pferd geht relativ flott. Ist schon okay so. Ja, hoch oder gar nicht. Check galoppieren. Na, gehst du da hoch? Oh, ernsthaft. Geh mal so weiter. Und jetzt werden wir natürlich auch probieren, dass wir das Gebiet erst komplett abschließen. Außer natürlich jetzt eine Hauptquest. Leitet uns um ein anderes Gebiet, da müssen wir da natürlich weitermachen, aber so will ich dann erstmal das Gebiet hier abschließen. Na? Alter! Bleib mir vom Leib! Okay. Wo war der Gegner? Wo kommen die denn her? So, da oben. Müsste aber eigentlich ein Artefakt sein, oder? Ich hab etwas nicht. Okay. Das ist ein Fluch. Ah, okay. Ja, dann werden wir den Fluch brechen müssen hier oben. Ah, okay, sehe schon. So ist es besser. Okay. Mit der Quest weiter. Und so, hier ist wieder Material. War den Göttern immer gefällig. Jetzt im Stich zu lassen, ein Eid zu brechen, das würde uns Unglück bringen.
Okay, sprechen wir mit ihm. Eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Shire unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Wie kam es, dass du Somas Clan beigetreten bist? Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann. Wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun... Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Okay. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Okay. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten! Zünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ortes nun annähern. Das Niederbrennen von Häusern beschleunigt deinen Fortschritt. Okay. Das Haus muss brennen. Das haben sie davon, dass sie halfen, Soma Grantabrück zu stehlen. Dass sie Aldermann Wigmunds Stiefel geleckt haben. Deine Zeit ist um, Ratte. Sie wird uns nicht verlassen. Okay. Yeah, baby. Alter, mein Weg und ihre Köpfe. Okay, werde ich mal wieder beleben. Die
hasse diese blöden Pappelbälle hier. Jesus, führe meine Liebe! Okay, das brennt auch schon. Ich weiß trotzdem, was hier rauf war. Leben? Müssen Sie bald haben? Hab da. Ah, der Geruch brennender Reetdächer und glimmender Topf. Okay, haben wir schon geschafft. Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Dränger. Okay. Okay, was ist hier oben noch für Zeichen? Hilf mir, sei meine Augen. Ach so, das war Feuer von den, von dem Artefakt praktisch. Okay. Okay, dann machen wir gleich hier weiter und dann gehen wir da runter. Oder wir gehen so rum und dann da lang. Gerne eine Himbeere mit. Hey, aber! Du bist tot! Kommt von der Seite! Ich brauche Zeit, um mehr okay. Informationen zu beschaffen. Okay, dann schauen wir uns mal das Rätsel an. Hey, bitte, sende mir einen Engel, oh Herr! Du hast deine Äpfel verloren. Sehr richtig. Ein teuflischer Wind überkam mich und ich sorge mich um sie. Aber ich habe die besten und saftigsten gerettet. Diese Äpfel erfüllen deinen Mund mit dem schillernden Licht Jesu Christi. Was macht sie so besonders? Ein Apfel ist ein Apfel, oder? Oh, das sehe ich anders.
Weißt du, jedes Jahr pilgern wir gen Westen. Zu Hammes Gehöft. Bauer Hamme? Im Westen? Ja, wir nennen ihn liebevoll den Hammer. Und seine Äpfel sind köstlich mit dieser leichten Eisennote. Lecker. Meine Freunde sind bereits zurück und geben sich sicher schon dem Genuss hin. Aber ich hatte leider Unglück. Mein Wagen ist hin. Mein Apfelwagen ist umgekippt. Diese Äpfel müssen gegessen werden. Sie sind zu saftig, um zu vergammeln. Sit tibi erit ipse benedictus. Non vive. Was siehst du da oben, Sühnen? Der Wagen ist umgekippt. Ich sehe gar nichts. Okay, wir schauen auf die Karte. Müsst ihr dann irgendwo hier sein, oder? Noten wie eine alte Eiche. Soll das sein schon wieder? Ah, das nervt mich immer. Aber hier ist auch nichts. Blicke das Land, Freundin. Okay. Der steht schon im umgekippten Wagen, aber. Bitte sende mir einen Engel, oh Herr! In Freundschaft mit den Bürden vom Kult des heiligen Gutlag. Lasset die Äpfel vom Hammergehöft im Osten von Lunden ein Segen für eine Gruppe von fröhlichen göttlichen Rabauken. Diese Äpfel müssen gegessen werden. Sie sind zu saftig, um zu vergammeln. Lasst den eisernen Topf Gottes auch segnen und eure Wege in seiner Mitte strahlen. Ach, wäre mein Rücken doch nicht voller Knoten wie eine alte Eiche. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ich Oh, ich bin dir ewig dankbar, dass du die Kiste trägst. Ich würde mich freuen, bei der Verköstigung der Apfelernte teilzuhaben, sobald wir bei deinen Freunden sind. Oh, natürlich werden wir Gottes Früchte mit dir teilen. Dann kannst auch du die Eisennote schmecken. Nach dem Fasten haben wir uns das verdient. Fasten? Ist das, wenn ihr vor euren Gott nichts esst? Ja, wir zeigen unsere Hingabe. Entsagen der Ablenkung. Aber jetzt ist es Zeit, die Früchte des Schöpfers zu genießen. Äpfel mit Freunden zu teilen, ist das göttlichste Erlebnis überhaupt. Manchmal ist es schön, einfach zu entspannen und einen Apfel zu genießen. Da das Glück unseres Lebens sich jederzeit wenden kann, ist es wichtig, die einfachen Dinge zu genießen. Wir werden wahrscheinlich da hinten abliefern. Ich freue mich so, dass du meinen Freund kennenlernst und wir zusammen Äpfel verspeisen können. Und wie schön es ist, gemeinsam zu wandern.
Am Ende dieser glorreichen Pilgerreise werden wir vor Gutlag niederknien und in seine Belohnung eintauchen. Da wären wir. Unser kleines Heiligtum. Wenn du willst, bete mit uns. Beim Apfeltauchen. Beim was? Nur so können wir in frommer Weise die Erträge unseres Schöpfers ernten. Gepriesen sei er. Oh, Bruder Holtwulf. Und du hast jemand mitgebracht. Schön, dass du zurück bist. Okay. Okay. Hören wir uns das hier gleich noch? Meter. So, sind wir schon da? Alter! Ja, die haut schon rein. Alter, ich hau ganz schön rein, ey. Heftiger Scheiß. Aufpassen mit die Schlange und so. Okay, oben ist auch noch ein Schatz. Du hast mal ein bisschen Nahrung. Hey, die haben jetzt ganz schön Damage reingedrückt. Schatz. 31 Meter. Okay.
Hier scheint noch mal was zu sein. Okay, jetzt komme ich da rein. Gibt es hier irgendwas, was ich da drauflegen kann oder so? Hier scheint nichts zu sein. Irgendwie so ein Feuerkrug oder so. Ah, da haben wir doch was. Schauen wir, ob das funktioniert. Sehr schön. Na, das gleiche Blut besser. Das merkt man schon. Weil wir nämlich eigentlich in einem anderen Gebiet sind jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt ja, wieder raus. Aber waren die denn auch Stufe 90? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich bin jetzt Stufe 51 oder so. Schauen wir mal, ob die Birna vielleicht der Verräter ist. Oder die Verräterin, besser gesagt. Wieder ein Fragezeichen. Die Haare wachsen und die Nägel auch. Selbst wenn die Leiche schon kalt ist. Ich gebe mir das Fragezeichen. Gesehen. Das ist Unsinn. Also glaubst du, dass in einem. Die haben nämlich ab und zu hilfreiche Tipps, wo wir Rüstung finden und so. Mal schauen, ob der uns was zu sagen hat. Ist das der gleiche von vorhin, oder? Guten Tag. Informationen. Ah, okay. Ich habe sie. Willst du sie? Umsonst ist das natürlich nicht. So gut. Ja, alles klar.
Hier, schau. Ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Ein Ort, den ich kenne. Okay, wo ist... Ah, okay. Sehr schön. Nein, ich muss alles machen hier. Das dauert aber nicht lange, hast recht. Möge Thor dich segnen. So, jetzt aber zu Birne. Bleiben wir ab jetzt zusammen. Also glaubst du, dass in einem Toten immer noch ein bisschen Leben steckt? Nein, das sind die Leichendämpfe. Nach dem Tod nimmt der Geruch stetig zu und muss irgendwie entweichen. Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Iva und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Okay. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Vielleicht ist sie ja die Verräterin, weil Soma nicht so die Gefühle erwidert. Was hältst du von Somas anderen Kriegern? Galen und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Galen hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Okay. Genug. Wir könnten den ganzen Tag reden. Aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Ja, ich glaube, meine Männer bleiben sein. Zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Schalte die Wachen aus. Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah. Sonst bekommst du noch blaue Augen oder Beulen ab. Ach, hier waren wir doch schon. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehe man die Beulen sehen kann. Hier darf mich niemand sehen. Hier waren wir schon. Und mal schauen, wie wir hier raufgekommen sind. Irgendwo mussten wir reinspringen. Sie für mich sühnen. Ich glaube, dass hier gar nicht mehr so viel los ist, oder? Ja doch, da sind ein paar. Stärke! Ist das? Mir
Ah. Ah, der gehört zu mir. Okay, jetzt kommen wir jetzt hier rauf. Irgendwo ging es rein, das weiß ich. Ah, da vorne. Ja, also schwarz, dass ich über den Zaun hier rüberkomme. Wirst du müde? Nee. Okay, wo sind hier jetzt noch welche? Den haben wir schon gelootet. Okay, ich sehe sie aber keinen mehr. Ah, okay. Hier sind nur saublöd versteckt, die Soldaten. Eine schwere Schwerthand, aber Fußtritte so leicht wie Lammwolle. Meine Schwerthand ist nicht schwer, sondern treffsicher. Das sind Blitze auch. Und doch sind sie nicht unauffällig. Schalte die Wachen aus. Du wirst leiden. Ich lass dich ausbluten. Ja. Oh,
sehr gut gekämpft, okay. Birna. Ist das gar nicht gekämpft. Den Hof zu machen? Meine Art was? Ganz ruhig, Dränger. Wir sehen uns in Granterbrück. Okay. Easy. Der nächste wird dann hier. Dann können wir uns auch gleich den Schatz dann hier holen. Aber wir gehen erst hier lang. Das weit ist es ja nicht weg. Ja, die Wege sind schon heftig hier. Aber das macht halt Assassin's Creed aus. Hat ja, glaube ich, bei Odyssey, glaube ich, auch 150 Stunden oder so. Schauen wir, wie wir hier schaffen. So, das nächste Rätsel. Ohne mich gäb's keine Gerste. Ich baute den Speicher und sorge für den Verkauf. Die Gerste in diesem Speicher wurde mit meinem Schweiß und Blut gewässert. Ja, und du bekommst deinen Anteil Silber, wenn ich sie verkaufe. Aber du behältst den Großteil. Du teilst 5 Teile für dich, einen für mich. Ich habe es mir verdient. Der Verkauf kam nur durch mich zustande. Ich kümmere mich um die Steuern. Ich habe endlos verhandelt. Du da, Däne. Wer verdient mehr? Der die Gerste anbaut oder der sie letztlich verkauft? Wer die Samen sät, verdient das Lob und einen größeren Anteil am Silber. Die Dänin redet doch unten. Nein, nein, ich weiß Fremde zu schätzen, die ein Unrecht erkennen. Für meine harte Arbeit sollte mehr Silber meinen Beutel füllen. Ich werde dich mein berühmtes Ale aus meiner berühmten Gerste kosten lassen. Sebi Suff nennen sie es. Echt wahr? Ich kann das Verhältnis dieser zwei Brüder ist angespannt. Zuschlug wie ein Blitz. Bis die Dänin sie in einen. Okay, die muss ich wahrscheinlich. Ah. Armer Arbeiter. Ohne meinen Witz müssten wir Aasfresser verscheuchen. Nur wegen mir kennt man uns in ganz Mercia. Ach, du armer Arbeiter. Ohne meinen Witz müssten wir Aasfresser verscheuchen. Nur wegen mir kennt man uns in ganz Mercia. Okay. Was ist aus uns geworden? Wie die Tiere. Was ist aus uns geworden? Okay. Wie die Tiere. Ich glaube, dass sie sich halt vertragen müssen. Sie zankten sich ständig. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen an ihr, rieben sie uns auf die Bäuche. Grüße, guter Bauer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so wütend. Atme tief durch, trink etwas Ale und genieß die Früchte deiner Arbeit. Kein Silber ist eine zerbrochene Freundschaft wert. Ich fürchte, das ist unmöglich. Wenn mein Blut kocht, muss die Welt es erfahren. In meiner Heimat gibt es nur eine ehrbare Lösung. Ein Holmgang. Du hast recht. Scheiß auf ihn. Ich dresche auf ihn ein. Zeig ihm, wozu Bauernhände gut sind. Pisser! Und jetzt? Komm raus und kämpfe! Du glaubst, ich stehle dir deinen Gewinn? Du stiehlst mir die Würde! Wenn ich mit Fäusten sprechen muss, werde ich das tun! Oh ja! Ich
wünschte, unsere Eltern würden sich wie früher vertragen. Bevor es den Speicher gab, als wir alle die Gerste teilten. Es ist doch albern zu streiten, wer mehr bekommt. Wir haben genug. Die kläffen sich an wie Hunde, die vergessen haben, warum sie überhaupt bellen. Sie zanken sich ständig. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen alle, rieben sie uns auf die Bäuche. Wie lange sie jetzt zerprügeln? Was ist aus uns geworden? Wie die Tiere. Okay. Für mich in die Ferne, Sühnen. Ich schau mal dahinter, vielleicht muss ich dir irgendwie Korn holen oder so. Komisch. Drin. Okay, kommen wir nicht rein. Aha, okay. Wir müssen da irgendwas dranlegen. Wie? Okay, das funktioniert jetzt also nicht.
Weiß nicht, ob das hier aufgeht. Probiert's mal. Okay, das geht so nicht auf. Okay, so geht's auch. Okay, hier fehlt noch ein Artefakt. Jetzt schauen wir mal zu den Bauern, die jetzt schon ausgeprügelt haben. Weil die prügeln ja immer noch. Verpackt jetzt oder was? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ich speichere mal ab und dann schauen wir natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Aber ich glaube, es könnte vielleicht verpackt sein. Weil ich kann jetzt auch keinen mehr ansprechen oder so. Dann kann ich hier noch was machen auf dem Turm? Nee. Okay, wir machen mal schnell speichern. Ich hoffe aber, dass er nicht verbuggt ist. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Genau, ansonsten noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.